Extra-Sendung. Diese Woche in der komischen Oper ist Mummenschan zu Gast. Was es damit auf sich hat, das sehen wir jetzt. In dem Wort Mummenschan steckt so viel drin. Mummen wie vermummen und Chance wie la chance, das auf Französisch für Glück steht. Also das Glück, sich zu vermummen und zu verkleiden, und dieses bekommt der Zuschauer zu sehen und zu spüren. Eine eigene poetische Kunstform wurde geschaffen, die nicht weniger als ein universelles Theater der Mimik und der Gestik ist. Mummenschan spricht eine Sprache ohne Worte. Und deswegen ist dieses Stück auf der ganzen Welt so beliebt. Es ist eine Sprache, die jeden Menschen auf der ganzen Welt anspricht. Ja, und Raquel sprach mit Floriana Frassetto, einer der Ideengründerinnen, die die Theatergruppe Mummenschan mitentwickelt hat. Ich stehe jetzt mit einer der Mitgründerinnen des Stücks Mummenschan, und das ist die Floriana Frassetto. Hallo. Freut mich sehr, hallo. Was machen wir denn jetzt hier gerade? Wir vorbereiten die Toilettenpapiermaske. Das ist eine alte Esgrim-Maske. Fechten. Fechten-Masken, wo jetzt nicht mehr gibt. Das ist 40 Jahre alt. Und das ist eine Liebesgeschichte zwischen einem Rosa und einem Blau. Also weiblich und männlich. Ja, und der Mann ist so passionell, aber er tut zu viel, er spricht zu viel, er macht zu viel. Und dann, die Frau ist verrückt und sie macht eine große Balle und boom, auf das Gesicht von der Kollegen, und dann er weint und er weint. Natürlich, das Publikum identifiziert mehr Frauen und Männer. Das Stück ist ohne Worte Musik. Also ich spiele nur mit den Gesten, mit dem Produkt. Mit dem Geigen, mit dem Rhythmus. Das ist sehr rhythmisch. Und was interessant ist, ist oft das Publikum fragt, was habe ich für eine Musik gehört? Wenn die spürt den Rhythmus, und von dem Rhythmus her ist das musikalisch, geht so krüsch von dem Materiell aus. Und das ist eine gute Show für die Familie von 6 bis 106. Ja. Bis 106? Ja. 107, ja, 107 ist fast zu viel. Aber die sind auch willkommen. Oh ja, natürlich. Alle sind willkommen und speziell die Berliner. Und wir danken Ihnen für das Gespräch und die Zuschauer werden es genießen. Ich hoffe es. Wir lieben Berlin und Berliner. Berlin liebt euch auch. Dankeschön. Danke.